Musik, Bewegung, Kreativität. Das ist etwas, das viele Jugendliche motiviert und antreibt. Im Rahmen des Schulentwicklungsprojektes Starkmacherschule will die Ludwig-Erhard-Schule Pforzheim ihren neuen Schülern von September an dafür eine Plattform bieten. Sie werden hingeführt auf das Projekt vor den Herbstferien und da werden Sie mit Künstlern und der Band Jen Rosso darauf vorbereitet, in 2,5 oder 3 Tagen das Musical Streetlight auf die Bühne zu bringen. Das Musical ist nur eine vieler weiterer geplanter Projektarbeiten. Ziel ist es, mehrere Klassen dabei zu unterstützen, sich und ihre Stärken kennenzulernen und diese zu nutzen. Die Lehrkräfte haben hierfür das sogenannte Heidelberger Kompetenztraining der dortigen pädagogischen Hochschule absolviert. Indem man es lernt, sich Ziele zu setzen, die auch erreichbar sind, sich darauf zu konzentrieren, sich gegen Störungen abzuschirmen und eben auch die eigenen Stärken dabei mit ranzuziehen, ähnlich wie im Leistungssport. Das ganze Modell kommt aus dem Sport und hat dort schon sehr große Erfolge gehabt. Große Erfolge wünscht sich auch die Ludwig-Erhard-Schule. Schulleiter Erhard Hofmeister ist sich sicher, dass dies mit dem richtigen Konzept funktioniert. Weg von einer fehlerorientierten Pädagogik hin zu einer stärkenorientierten Pädagogik, die einfach die Schüler in ihrem Wesen ernst nimmt. Die Ludwig-Erhard-Schule hofft, dass die Schüler und Schülerinnen ihre gewonnenen Erfahrungen bis zu ihrem Abschluss und darüber hinaus in ihren Alltag übertragen werden.